Ja, herzlich willkommen. Jetzt müssten alle soweit auch versammelt sein hier. Ich sehe, dass wir 33 Teilnehmende haben an dieser Veranstaltung. Danke nochmal an Frau Beck, die heute Abend für uns hier zur Verfügung steht. Es wird so ablaufen, dass ich erstmal fünf Fragen habe ich formuliert, die ich sozusagen stellvertretend Frau Beck stellen werde. Im Anschluss daran haben Sie die Möglichkeit, ebenso noch Ihnen offene Fragen zu formulieren, die wir dann beantworten wollen. Gut, dann beginne ich mit der ersten Frage. Liebe Frau Beck, was hat sich seit der letzten Online-Sitzung vom 24.02. in Bezug auf die Fusionspläne entwickelt? Was gibt es zu den Vorschlägen der Pfarreigrenzen zu sagen? So, jetzt vergessen, mein Mikrofon wieder einzuschalten. Wir sind nach wie vor im Entwurfs-, im Planungs-, im Konsultationsstatus. Es liegen immer noch verschiedene Vorschläge vor, die von unterschiedlichen Leuten unterschiedlich präferiert und bewertet werden. Und wo wir jetzt auch noch mal im Dekanat Kassel-Hof-Geismar eine eigene Konsultationsschleife ziehen. Wir haben am, glaube 28. Frau A., korrigieren Sie mich, ich glaube, am 28. Februar hatten wir es noch mal in der Dekanatskonferenz und haben eine weitere Variante noch mal dort vorgestellt. Neben den Varianten, die bei Ihnen aus dem Dekanat aus unterschiedlichen Kontexten kamen und die Sie ja auch in Ihrem Osterpfarrbrief grob skizziert schon mal bekannt gegeben haben, veröffentlicht haben. Und da sind wir jetzt dran. Am 5. März war die Vollversammlung des Katholikenrates und da ist noch mal eine Vereinbarung getroffen worden, dass die Katholikenratsmitglieder der Dekanate, in denen noch Bewegung drin ist, und da gehört das Dekanat Kassel-Hof-Geismar dazu. Wir hatten es ohnehin geplant, aber der Katholikenrat hat sich da jetzt nochmal verstärkt mit eingeklinkt, dass es in diesen Dekanaten nochmal eine gemeinsame Veranstaltung geben soll von Katholikenratsmitgliedern und Bistum, wo die unterschiedlichen Entwürfe nochmal vorgestellt werden sollen und wo da auch nochmal eine Aussprache drüber stattfinden soll und wo am Ende dieser Veranstaltung ein Votum eingeholt werden soll, mit dem dann auch der Bischof eine Grundlage hat für seine Entscheidung. Was mittlerweile auch klar ist, dass die Endredaktion der Karte vor den Sommerferien abgeschlossen sein soll. Der Bischof wird seine Entscheidung im Endeffekt vor den Sommerferien noch veröffentlichen, sodass man dann einfach Klarheit hat, wo es langfristig hingehen soll. Das ist zum Beispiel das, was bisher gelaufen ist. Wir hatten jetzt im Dekanat Hanau schon zwei Veranstaltungen. Eine hatten wir schon, die zweite ist morgen. Im Dekanat Kinzigtal sind wir genauso wie bei Ihnen hier auch am Planen, wie eine solche Veranstaltung stattfinden wird. Und was wir jetzt auch schon ins Auge gefasst haben, diese Veranstaltung, die mit dem Katholikenrat stattfindet, wo alle Gremienvorsitzenden bzw. Sprecher eingeladen sein sollen, wo vom Dekanatsteam die Leute mit dabei sein sollen, Verbandsvertreter und eben Katholikenratsvertreter und Leute aus dem Generalvikariat, die ist mal angedacht auf den 8. Juni. Da sind wir gerade dabei, die Einladung zu formulieren, aber im Sinne eines Save the Date können Sie sich den 8. Juni schon mal vormerken. Die Sprecher der Pfarrgemeinderäte und stellvertretenden Vorsitzenden der Verwaltungsräte, die werden zu diesem Termin in die Elisabethkirche nach Kassel eingeladen. Da ist auch schon am Laufen die Dokumenta-Installation mit der grünen Wiese und das finde ich ein sehr spannendes Bild, um noch mal gemeinsam über die Pfarreigrenzen nachzudenken. So viel vielleicht mal dazu. Wenn wir da noch intensiver einsteigen müssen, können Sie mich ja sehr gerne einfach noch mal fragen. Ja,
Ganz herzlichen Dank schon mal für diesen Einstieg in das, was sich jetzt getan hat seit unserer letzten digitalen Sitzung Ende Februar. Was ist die momentane Zeitschiene? Ein bisschen haben Sie es ja jetzt schon beschrieben, was an Sitzungen und Entscheidungen kommt. Gibt es noch eventuell weitere, schon in die weitere Zukunft gehende Entscheidungsstränge bzw. Planungen? Oder bezieht sich das Ganze jetzt erstmal nur auf die Pfarreigrenzen? Also was klar ist, vor den Sommerferien die Karte bekannt zu geben. Was nicht klar ist oder nicht festgelegt wird, ist die Zeitschiene für die Umsetzung dieser Karte. Die wird in den unterschiedlichen Regionen des Bistums sehr unterschiedlich sein von der Zeitschiene her. Häufig eben in Abhängigkeit von personellen Veränderungen, weil ein Pfarrer in Ruhestand geht und sich dann einfach neu die Frage stellt, wie gehen wir da jetzt weiter in der Region oder in der Ecke? Und weil, wo es dann aber auch Pfarreien gibt, die von sich aus sagen, nee, jetzt wissen wir, wo es hingehen soll und wir wollen das gut vorbereiten und wir wollen möglichst viele Leute mitnehmen und wir wollen uns Zeit nehmen für gemeinsame Ausbildung, Erprobung von Strukturen, für ein Pastoralkonzept, was zuerst geschrieben sein soll, bevor dann die rechtliche Neugründung passiert und ähnliche Geschichten. Und die Pfarreien dann von sich aus sagen, jetzt könnten wir, wollen wir gerne starten. Gut, herzlichen Dank dafür auch. Eine Frage, die sich uns auch gestellt hat, war, wie wird denn die Innenarchitektur in Anführungsstrichen der neuen Pfarreien aussehen? Also wie werden die Personalstrukturen sein? Kann man da schon was sagen? Und eine auch dritte wichtige Frage ist für uns, wird es vor Ort auch hauptamtliche AnsprechpartnerInnen geben? Da sind wir tatsächlich im Moment dabei, diese Innenarchitektur zu entwickeln. Habe ich nächste Woche auch ein Gespräch mit Thomas Renze und Christoph Steinert, um da ein bisschen nochmal den Zeitplan konkreter zu kriegen. Es gibt ja zum Beispiel für die Gremienstruktur einen ersten Entwurf aus der Fachgruppe 1, wo ganz klar ist, es gibt auf der übergeordneten Verwaltungsebene Pfarrei auf jeden Fall einen Pfarreirat, der gewählt wird. Und es gibt auf der übergeordneten kirchenrechtlichen, staatskirchenrechtlichen Ebene Kirchengemeinde einen Verwaltungsrat, der gewählt wird. Und dann soll es so gut wie das vor Ort jeweils möglich ist, vor Ort Gremien geben, die die Verantwortung dafür mittragen, dass das Gemeindeleben vor Ort gestaltet wird, dass jemand mitbekommt, wo irgendein Bedarf ist, wo irgendeine Not ist, wo irgendein Talent ist, was gefördert werden kann oder soll. Und die Hauptberuflichen, so ist im Moment zumindest die Idee, werden zunächst mal insgesamt für die Pfarrei zuständig sein und dann wird mal gucken müssen, ob die dann eine territoriale Zuständigkeit noch bekommen, im Sinne von Ansprechperson sein, oder ob das eine Kombination aus Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen wird oder wie das dann funktioniert. Das wird auch je Region unterschiedlich sein, weil wir einfach im Bistum sehr, sehr unterschiedliche Verhältnisse haben und so, dass im Moment die Idee ist, verschiedene Modelle auszuformulieren und dann die Möglichkeit zu geben, dass in den jeweiligen Pfarreien nach den jeweils Erfordernissen vor Ort man sich entscheiden kann, welches Modell dort gefahren werden kann oder soll. Treffe mich morgen mit verantwortlichen Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen aus St. Familia in Kassel, die ja schon seit längerem ein Modell erproben, was unter dem Titel Linzer Modell bekannt geworden ist. Und da nochmal genauer hinzugucken, was kann dafür für welche Situation bei uns im Bistum übertragen werden und angewandt werden. Vielen Dank. Hier gibt es eine Zwischenfrage von Jörg Uhlenbrock. Jörg, bitte.
Beck, Sie haben gerade Stichwort genannt, Pfarreirat. Das erinnert mich so an die alte Einrichtung des Pastoralverbundsrates. Wie groß soll denn so ein Pfarreirat dann sein? Er soll so groß sein, dass er arbeitsfähig ist. Also wenn wir Pfarreiräte mit 40 Leuten haben, dann sind die nicht, ist das, da braucht man dann schon wieder eine Großgruppenmethodik. Also ich denke mal, es wird schon auch von der Größenordnung her bei den Obergrenzen der bisherigen Pfarrgemeinderäte liegen, damit das einfach ein arbeitsfähiges Gremium wird. Eine Ergänzungsfrage dazu, wenn erlaubt ist. Soll es dann auch bei den einzelnen Kirchorten vor Ort sowas wie ein Ersatzpfarrgemeinderat geben, die das kirchliche Leben vor Ort dann gestalten? Oder läuft das alles übergeordnet? Nein. Also ich würde es nicht als Ersatzpfarrgemeinderat nennen, weil das immer so nach Notlösung klingt. Und das ist tatsächlich nicht gewollt, dass wir da eine Notlösung haben, sondern es ist wichtig, dass das Leben vor Ort von Menschen verantwortlich mit begleitet wird. Und das ist das, was wir so, die sogenannten Kirchenteams nennen. Also jeder Kirchort kann und soll ein Kirchenteam haben, wo Menschen zusammenkommen, die wirklich ganz gezielt und bewusst das Leben vor Ort im Blick haben, die keine übergeordnete Verantwortung haben, sondern wirklich für ihren Kirchort die Notwendigkeiten im Blick behalten. Die auch eine Budgetverantwortung kriegen, diese Kirchenteams vor Ort, die kriegen eine Budgetverantwortung. Wie die genau ist, das müssen wir noch ausfalten und ausformulieren, aber das ist auf jeden Fall gesetzt. Das heißt aber, es würde da auch ein gewähltes Gremium also sein oder ein berufenes oder ernanntes? Wir sind im Moment am Überlegen, beide Möglichkeiten vorzusehen, weil wir aus einigen Regionen des Bistums klar das Votum bekommen haben, es soll ein Wahlamt in Anführungszeichen sein. Und andere haben gesagt, nee, wir finden die Leute gar nicht, die da gewählt werden sollen. Lasst uns auch die Möglichkeit, das über die Berufung in dieses Gremium auf Zeit, auf welchen Zeitraum auch immer, das müssen wir auch nochmal erproben erstmal und dann wird es vermutlich erst zur nächsten, also nicht zu der kommenden Pfarrgemeinderatswahl, sondern zu der folgenden Pfarrgemeinderatswahl auch dann erst in Satzungen gegossen werden können. Okay, damit haben Sie eigentlich schon meine nächste Frage eigentlich auch schon beantwortet, wo ich auch nochmal auf diese Rolle der Gremien, Pfarreirat, Verwaltungsrat eingehen wollte und nachfragen wollte in der neuen Pfarrei. Das haben Sie aber jetzt eigentlich schon auch eben erklärt. Ein Begriff, der noch genannt wurde, war, können Sie etwas zu Sozialräumen in der neuen Pfarrei sagen? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Hinter dem Begriff verbirgt sich, dass man nicht nur die katholische Welt in einem in einer Region, in einem Raum, in einer Kommune betrachtet, sondern alle Menschen, die dort leben, mit all den Fähigkeiten, Bedürfnissen, Talenten, Bezügen, wie die miteinander unterwegs sind, was die für ein Lebensgefühl haben und da genau hinzugucken, was gibt es für Einrichtungen, was gibt es für Kooperationspartner, was gibt es für Mitstreiter und Ähnliches. Also, dass wir uns da sehr, sehr viel breiter aufstellen und die ganze Fläche in den Blick nehmen mit den Menschen, die da wohnen. Das heißt, die Pfarrei oder der Kirchort vor Ort würde schauen, mit welchen Gruppen, Gruppierungen, Gremien wollen wir uns auseinandersetzen, beschäftigen, in den Blick nehmen? Ja, oder einfach mal zu schauen, mal aufmerksam durch das Revier sozusagen gehen und sagen und schauen, wie ist denn da die Situation? Wie ist in der Straße XY
die Bebauung, sind es da eher Hochhäuser oder sind es da eher Einfamilienhäuser? Wenn es eher Hochhäuser sind, was leben da für Menschen? Sind es Zugezogene, sind es Menschen mit Migrationshintergrund, sind es Menschen mit unterschiedlichen Bildungssituationen, viele wenige Kinder, viel Senioren oder Ähnliches? Und das erstmal unabhängig davon, ob die katholisch getauft sind oder nicht, sondern wirklich einfach mal ganz nüchtern anschauen, was leben denn für Menschen bei uns in diesem Quartier, was haben die für Bedürfnisse, was haben die für Fähigkeiten, was haben die für Interessen. Und dann zu schauen, gibt es vielleicht auch irgendein gemeinsames Thema, für das sich auch nochmal Leute stark machen und sagen, jawohl, unabhängig von meiner Konfession oder von meiner religiösen Orientierung, engagiere mich ich mich für ein Thema. Und da könnte die, der Kirchort, die katholischen Vertretungen oder Menschen aus der katholischen Gemeinde könnten da einfach Mitwirkende sein und auf die Art und Weise Kontakte knüpfen, auch zu anderen Menschen, die bisher nicht so im Blick sind. Das hört sich auch ja so ein bisschen danach an, dass es auch eine ökumenische Frage unbedingt könnte, wo wir uns auch mit unseren protestantischen Schwesterngemeinden zusammentreffen. Also gerade in Diaspora-Gebieten ist das aus meiner Sicht unerlässlich. Okay. Gut, vielen Dank. Das waren erstmal jetzt so die Fragen, die ich so ein bisschen vorformuliert hatte. Jetzt wäre der Raum, dass Sie hier aus der Runde weitere Fragen stellen können. Wenn Sie eine Frage haben, bitte heben Sie die digitale Hand, dann kann ich das leichter einsehen auch. Ah, Sandra Bohnenkamp. Ich würde gerne ergänzen, wenn es um Sozialraumanalyse geht oder Sozialraumzusammenarbeit, da ist ja auch die Stadt ein wichtiger Partner. Städtische und andere Netzwerke, die man da nutzen kann. Unbedingt. Das kann ich auch schon tun, aber was da auch weiter wirkt. Ja. Danke. Vielen Dank, Sandra. Weitere Fragen? Sie haben jetzt die Möglichkeit, direkt mit dem Bistum sozusagen hier mit der Vertretung des Bistums ins Gespräch zu kommen und Ihre Fragen zu stellen. Jörg Uhlenbrock. Frau Beck, Sie haben das am Anfang so schön gesagt, wie der Prozess ist und welche Ideen, Vorschläge im Augenblick im Raum sind. Ich persönlich bin sehr froh, dass wir von der Heilig-Geist-Gemeinde erst jetzt unsere Umfrage machen, wo eben dieser ganze Prozess des Denkens, des Erweiterns und so weiter zum Tragen gekommen ist. Und wir nicht vor einem Jahr oder anderthalb Jahren eine Umfrage gemacht hätten und diese ganzen Prozesse, die da sind, gar nicht mitbekommen haben oder hätten. Von daher ist es gut, dass wir jetzt erst diese Umfrage machen. Wenn ich das richtig sehe, sind wir vermutlich, jetzt mal abgesehen von der Umfrage in Immenhausen, die, ich glaube, die Isolde Karl da initiiert hat, die einzige, die das in diesem Umfang und in dieser Größenordnung durchführen? Oder gibt es noch andere Gemeinden, die das also so intensiv in diesen Prozess betreiben? In der Form sind Sie die Einzigen und ich stimme Ihnen zu, das Timing hat sich richtig gut so ergeben. Zumal wir jetzt mit Blick auf den 8. Juni nochmal den Vorschlag machen werden in der Einladung, dass Pfarrgemeinderäte und Pastoralverbundsräte und wer auch immer, Gemeindeversammlungen, keine Ahnung wie, sich vor diesem 8. Juni nochmal schlau machen können, um alle Fakten zu kennen.
Und da sind Sie jetzt mit der Veranstaltung und mit ihrer Umfrage absolute Pioniere und Sie sind die Ersten, die diese Gelegenheit nutzen, ohne sie nochmal eigens angeboten bekommen zu haben, sondern auf Eigeninitiative hin, wo Sie das auf sehr breite Füße stellen und sagen, jawohl, wir machen jetzt nochmal eine weitere Informationsveranstaltung, damit alle so gut wie es irgend möglich ist, einbezogen werden in die Gedanken, die an verschiedenen Stellen gedacht werden. Und da auch nochmal gegebenenfalls Aspekte, die bisher nicht auf dem Bildschirm oder auf dem Schirm waren, die nochmal mit einzubeziehen. Also es sind ja ganz, ganz viele Argumente und Kriterien und so weiter schon ausgetauscht worden. Und trotzdem kann es ja doch sein, dass irgendwas einfach nicht beachtet worden ist bisher. Und das ist jetzt gut, wenn sowas nochmal mit einfließen kann. Vielen Dank. Ich springe gerade mein Bild jetzt um. Ich will gerne noch weiter nachfragen. Es geht ja letztendlich nur um die Entscheidung, wird Velmar Richtung Hofgeismar irgendwann dazukommen oder wird Velmar Richtung Stadt dazukommen, in welcher Ausformung auch immer. Ich meine, es hat beides seine Vorteile, beides seine Nachteile. Und wir werden ganz klar Abstriche machen müssen. In beiden Fällen wird Velmar am Rand liegen, entweder am Rand von Hofgeismar oder am Rand von Kassel. Was ich auch mitbekommen habe, ist, dass von beiden Seiten her nicht unbedingt mit Freude auf Velmar gewartet wird, dass also Kassel so seine Vorbehalte hat, weil wir zu groß würden, dass die Gemeinden Richtung Hofgeismar Velmar nicht unbedingt dabei haben. Ich meine, das hatte sich ja schon angekündigt in dem Weihnachtsfahrbrief von 2010, wo von einer feindlichen Übernahme von Velmar gesprochen wurde. Also wir werden, soweit es geht, das Beste daraus machen. Nur, was gibt es jetzt wirklich an konkreten Optionen? Also wie sieht es aus? Velmar mit Iringshausen zu Hofgeismar, Velmar alleine zu Kassel, Velmar mit Iringshausen zu Kassel, Velmar Immenhausen, Iringshausen zu Kassel, Großgemeinde. Also, dass wir einfach nochmal so einen Überblick haben, welche Optionen insgesamt ernsthaft diskutiert werden. Das wäre, glaube ich, nochmal hilfreich, dass wir das wissen. Also Sie haben sie gerade schon genannt. Es ist keine dieser Optionen bisher ernsthaft vom Tisch. Es ist tatsächlich so, dass alle Optionen ernsthaft noch im Gespräch sind. Also das heißt auch die Großgemeinde, also dass das gesamte Dekanat zu einer Gemeinde wird. Auch das ist noch eine ernsthafte Option. Also das ist jetzt vielleicht im Moment nicht die favorisierte oder wo sehr viele Leute gesagt haben, jawohl, das ist es. Aber es ist auch keine Option, die restlos vom Tisch ist. Okay, danke schön. Danke. Dann habe ich hier Herr Frind, der sich gemeldet hat, und danach Herr Klinz. Herr Frind, bitte. Jetzt muss ich erstmal meinen Lautsprecher stellen. Jetzt bin ich zu hören, oder? Ja, genau. Und haben Sie auch noch eine Kamera? Das wäre leider, auch so. Leider nicht, Frau Beck. Schade, okay. Ich sehe Sie und ich hätte auch nichts dagegen, wenn Sie mich sehen, aber ich habe leider keine Kamera. Ich hatte es versucht, aber meine Kinder konnten mir noch nicht helfen. Okay, alles klar. Also einmal begrüße ich es natürlich sehr, dass Sie betont haben, alle Optionen sind noch auf dem Tisch. Ja. Das hat ja auch schon mal Irritation gegeben, weil es hieß, das wäre vom Tisch mit Hofgeismar. Auch die Umfrage von der Sache her begrüße ich natürlich sehr. Wir haben ja auch schon danach gefragt. Es ist natürlich so, ich weiß, dass ich mich unbeliebt mache. Bin ich zu hören? Ja. Die Frau Beck ist weg bei mir, ja, weil ich jetzt den Namen Mike Schwabe habe. Aber gut, wenn ich zu hören bin, dass ich mich da unbeliebt mache, hatte ich ja vorhin schon gehört bei der Gabi Faubel. Ich weiß nur, dass diese Fragestellung hat mich einmal ein bisschen natürlich erstaunt. Aber Leute, die nicht so mit drin sind in der Materie, sind doch leicht verwirrt, dass sie sagen,
Ja, es geht um eine Umfrage der Gemeinde Velmar und als erstes fragt man, in welcher Gemeinde wohnen Sie? Kann ja eigentlich nur Velmar sein. Und dann geht es weiter. Es wird abgefragt jetzt die Größe, die ist ja vom Bistum vorgegeben, 8.000 bis 20.000. Und was am meisten verwirrt hat, ist natürlich das mit dem Kindergarten. Ich hoffe, dass niemand daran zweifelt, wer den Kindergarten leitet. Da haben wir eine Leiterin und eine Vertreterin. Die Sorge auch von mir ist, wer kümmert sich bei der Stadt Kassel um die Stadt Velmar um die Finanzen und auch bei dem Landkreis. Wir haben, das heißt, die Verwaltungsleitung hat den Zuschuss erhöhen können auf 85-90%. Und wir haben in den letzten 5 Jahren den gesamten Kindergarten sanieren können. Ich glaube, da sind zwischen 100 und 200.000 Euro reingeflossen, hauptsächlich Landesmittel, Bundesmittel. Und das zeigt doch, wie wichtig es ist, dass Kontakt gehalten wird zur Stadt Velmar und zum Landkreis. Und wenn wir zu einer Großgemeinde Kassel gehören, dann hat die Verwaltungsleitung dort genug zu tun, sich um die Kindergärten in Kassel zu kümmern. Also ich bin etwas, wie gesagt, da erstaunt. Und was die Fragen betrifft, stand heute in der Zeitung, dass der Fragenkatalog von Bistum formuliert wäre. Das kann ich eigentlich nicht glauben, wenn Sie vielleicht das aufklären könnten. Also ich weiß nicht, an welcher Stelle ich jetzt in erster Linie aufklären könnte. Es gibt für jede Orientierung einer Kirchengemeinde oder einer Pfarrei für und widers. Aber Herr Uhlenbrock, vielleicht können Sie eher darauf Auskunft geben. Ich gebe mal das Wort, weil das jetzt eine Frage auf Herrn Frind ist, an Jörg Uhlenbrock weiter. Herr Klintz, ich habe Sie nicht vergessen. Jörg. Vielen Dank, Herr Klintz, für Ihre Geduld. Herr Frind, dieser Fragebogen wurde erstellt vom Verwaltungsrat und vom Pfarrgemeinderat in Abstimmung mit dem Vorstand des Pfarrgemeinderates und mit Nachfrage beim Bistum. Da wir diese Fragen auch online machen, ja, müssen wir einfach auch abfragen, wo jemand dann wohnt, weil er könnte sich ja jetzt für diese Umfrage anmelden. Und möglicherweise ist es jemand, der aus der Pfarrei Ehringshausen kommt oder aus der Pfarrei Immenhausen oder Calden, wie auch immer. Natürlich, wenn ich jetzt eine rein schriftliche Befragung mache, und sie ist ja anonym, diese Befragung oder Umfrage, dann wäre diese Frage überflüssig gewesen. Dadurch, dass sie aber eben online überall verbreitet werden kann, so wie Sie jetzt zum Beispiel auch den Link für die Zoom-Anmeldung ja in Ihrer Mail verbreitet haben, sodass wir gar nicht mehr wissen, wer sich alles anmeldet und wer jetzt hätte hier alles dazu sein kommen können. Dafür war es ja gedacht, dass man sich eben anmeldet übers Pfarrbüro. So ist es eben auch mit dieser Umfrage, dass wir eben gerne dann wissen wollen, wer äußert sich. Natürlich können sich alle dazu äußern, das ist auch gut, je mehr wir an Vielfalt und an Rückmeldungen haben. Nur das ist eben der Grund der Nachfrage, was also oder in welcher Gemeinde jemand wohnt. Und ansonsten gibt es natürlich statistische Angaben. Das bedeutet, es ist natürlich interessant für die Bistumsleitung zu wissen, wer beteiligt sich erstmal an dieser Umfrage und in welcher Altersstufe sind diese Menschen. Ja, sind es jetzt Menschen, ich sage mal, alle um die 40 oder alle um die 60 oder alle um die 80? Völlig egal. Wir brauchen ja ein breites Spektrum. Meine Frau hat zum Beispiel 7 Jahre in Hof Geismar gearbeitet an der Schule. Ja, und sie kennt sehr genau diese Strecke, weil sie von Montags bis Freitag immer gefahren ist. Und wir haben eben nochmal darüber gesprochen und sie hat ganz deutlich gesagt, ja, Hof Geismar ist wirklich ein komplett eigener Bereich, aber die dort zur Schule gegangen sind, haben ihre Freunde in Kassel gehabt und pendeln von da aus zurück. Und wenn jetzt eben eine Umfrage dann einfach stattfindet, dann ist es, glaube ich, einfach wichtig zu wissen, in welchem Alter ist jemand und ist er auch bereit, zum Beispiel
nach Hofgeismar zu fahren oder nach Griebenstein oder jetzt völlig egal. Also hat er die Möglichkeiten? Ja? Also wenn ich mit dem Zug fahre nach Hofgeismar und will zur katholischen Kirche, muss ich vom Bahnhof nochmal eine Viertelstunde laufen. Nicht jeder verfügt über ein Auto und diese Möglichkeiten. Ja, das sind alles Sachen, die eben mit berücksichtigt werden müssen und deswegen auch diese Frage nach diesen Altersstufen, die dann da sind. Ja, und so sind wir die Fragen Stück für Stück durchgegangen. Also der Rudi Sindeler hat sich ganz stark da eingebracht und auf viele Sachen aufmerksam gemacht. Der Peter Tillmann, vom stellvertretender Vorsitzender vom Verwaltungsrat, hat sich da sehr massiv eingebracht. Ich habe meinen Teil dazu gegeben. Mit Frau Beck haben wir nochmal eine Abstimmung gemacht, ob wir irgendwas falsch an Optionen dargestellt haben. Das ist vielleicht, was jetzt so in den Zeitungsartikeln dann da rübergekommen ist, dass das ein Fragebogen vom Bistum sei. Nein, das ist es nicht. Wir haben einfach Frau Beck mit eingebunden und das ist ja das Großartige, dass es eben diese Möglichkeiten gibt, eben auch Frau Beck wirklich direkt zuzugehen, so wie Sie das ja mit Ihrer E-Mail auch gemacht haben, Herr Frind, dass also da nicht irgendwelche Stufen oder Filter einfach mit dabei sind. Und so ist dieser Fragebogen über einen längeren Zeitraum entstanden. Es war ein sehr zeit- und arbeitsintensiver Prozess. Und ich glaube, die Kernfrage, wollen wir zu Hofgeismar oder wollen wir nach Kassel? Ja, daran wird sich nichts ändern. Es ist nur die Frage, wer sagt es? Ja, und welche Auswirkungen hat das, wenn jetzt dieser Prozess, also wenn der Bischof das zu den Sommerferien oder bis zu den Sommerferien verkündet und dann diese Umsetzung über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, haben wir auch die Menschen mitgenommen, die es eben in 10, 15, 20, 25 Jahren dann eben auch in unserer Gemeinde leben. Und von daher diese Aufsplittung. Ich hoffe, dass Sie mit diesen Ausführungen jetzt mehr Klarheit haben. Danke, Jörg, für die Klarstellung. Ist Ihre Frage damit beantwortet, Herr Frind? Dann zum Teil. Also die Worte höre ich wohl. Es ist ja so, wenn ich frage, wollen Sie zu Hofgeismar oder zu Kassel? Natürlich wollen die Fellmacher nicht zu Hofgeismar. Aber wenn die Frage ist, bilden wir eine Großpfarrei mit Hofgeismar, mit Verwaltungsstandort Kerngemeinde Fellmar und Kerngemeinde Hofgeismar, also beide, ich will ja nicht Hofgeismar schlechter stellen, dann sieht das anders aus, dann haben wir hier den Ansprechpartner und dann hat so eine Großgemeinde auch, sagen wir mal, eine Lebensfähigkeit. Ich habe noch in den Ohren, dass der Generalvikar Steinert immer wieder es sehr bedauert hat, dass in Hofgeismar beispielsweise innerhalb von Jahren ein Drittel der Mitglieder der Kirchengemeinde weggebrochen ist. Und von daher gesehen wäre Fellmar natürlich ein Motor mit unseren neuen Baugebieten und, so eine Pfarrei weiter Impulse reinzugeben. Es geht mir dabei nicht nur um Fellmar. Ich finde es auch gegenüber den Nachbargemeinden Immenhausen, Iringshausen, Hohenkirchen haben wir 2 Kilometer von uns entfernt. Wäre es schade, wenn die nicht hier in Fellmar Ansprechpartner hätten, sondern die müssten dann tatsächlich Hofgeismar. Und das ist schon etwas, was mich wirklich bedrückt. Und natürlich die Frage des Kindergartens, weil mir der Kindergarten in meiner ehrenamtlichen Funktion als Kurator ans Herz gewachsen ist. Und im Übrigen denke ich, Herr Jörg Uhlenbrock, ist es das gute Recht jedes Gemeindemitgliedes, sich an Gremien oder an die Frau Beck zu wenden. Und ich schätze es sehr, dass sie zur Verfügung steht. Ich hätte mich auch im Vorfeld in Sitzungen des Pfarrgemeinderats bei der Vorbereitung beteiligt, aber die Öffentlichkeit war ausgeschlossen. Mir wurde hinterher gesagt, es war ein Fehler der Sekretärin. Das kann es nicht sein. Die Einladung Pfarrgemeinderat müsste ausgehangen werden mit Tagesordnung und zuständig ist der Vorstand und nicht die Sekretärin. Das war also am 16.02. die Vorbereitung für den 24.02.
Herr Frind, ich glaube, wir beschränken uns heute Abend tatsächlich auf das Thema dieser Versammlung, auch wenn noch verschiedene Unstimmigkeiten vielleicht von Ihnen benannt werden könnten. Aber ich glaube, wir beschränken uns jetzt einfach tatsächlich auf die inhaltlichen Kriterien, Fragestellungen, wo es jetzt darum geht, wohin orientiert sich langfristig Fellner? Will ich gerne machen, Frau Beck. Ich wollte es nur mal loswerden, weil ich weiß, dass ich in der Kritik stehe, aber das macht mir nichts. Ich fühle mich verpflichtet nach 40 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit. Ja, vielen Dank, Herr Frind, für Ihren Beitrag. Dann kommen wir nun zu Herrn Klintz. Herr Klintz, Sie haben das Wort. Ja, hallo, vielen Dank. Ich muss ja zugeben, ich komme genau nicht aus Fellmar, ich komme auch nicht aus Immenhausen, sondern aus Ahnatal. Wir sind ja ungefähr halb so groß wie Fellmar. So größenordnungsmäßig. Und uns wurde mitgeteilt, dass egal was passiert, Ahnatal in jedem Falle mit Fellmar quasi in die gleiche Organisation hineinkommt. Von daher ist es natürlich für uns ausgesprochen interessant, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren von Frau Beck, wie in welche Richtung das geht. Aber ich möchte hier natürlich auch die ganze Versammlung nicht übernehmen und ein ganz anderes Thema aufmachen. Nichtsdestotrotz finde ich das ausgesprochen spannend. Ich finde es auch gut, dass Sie diesen Kommunikationsweg wählen. Würde ich mir auch an anderen Stellen, ich sage jetzt nicht wo, entsprechend auch wünschen. Und auch diese Umfrage finde ich ausgesprochen interessant. Von daher kann ich nur sagen, ich freue mich, dass ich der quasi Einladung in der HNA gefolgt bin und mich hier angemeldet habe. Also ich habe den Link auch nicht so irgendwie illegal bekommen oder so. Ganz herzlichen Dank. Also prinzipiell, wenn Sie jetzt sagen, Ahnatal ist zwingend mit Fellmar verbunden, es ist zunächst mal naheliegend, aber wir haben tatsächlich auch Regionen im Bistum, wo wir eine Umpfarrung vornehmen oder wo wir sagen, da legen sich andere Grenzen nahe. Wenn wir jetzt zum Beispiel im Also ganz Dekanat kurz, Ahnatal gehört im Augenblick zu Herz Maria in Halleshausen. Also ja, genau. Im Prinzip gehören wir zu Kassel derzeit und haben damit genau die Situation, die Sie gerade beschrieben haben, Herr Uhlenbrock. Wir sind halt Randgemeinde, ne? Und auch nicht immer schön. Und deswegen sage ich ja, je nachdem, wie sich die Situation vor Ort darstellt, gibt es da durchaus seitens des Bistums eine Offenheit, Grenzen auch nochmal anders zu ziehen und zu sagen, okay, es legt sich nahe, ein bestimmtes Gebiet einer anderen Pfarrei zuzuschlagen. Wir haben in zum Beispiel im Kinzigtal einen Ort Aufenau, der politisch nach Wächtersbach gehört und kirchlich aber nicht bisher zu Wächtersbach gehört hat und wo jetzt die Maßgabe ist zu sagen, kommt, wir nehmen Aufenau tatsächlich mit in diesen Bereich Wächtersbach mit dazu. Also da, wenn es da gute Gründe gibt, dann ist auch da, gibt es keinen, es darf nicht sein. Sind da Ihre Fragen mit beantwortet, Herr Klintz? Ganz kurz, aber das Grundszenario ist im Augenblick, egal was passiert, Fellmar und Ahnatal gehen zusammen in diesen Szenarien ein oder habe ich das jetzt falsch verstanden oder können Sie das jetzt im Augenblick gerade nicht beantworten? Da gibt es keinen Automatismus. Naja, aber Sie haben ja ein paar Szenarien beschrieben, wo Sie sagen, das sieht so entweder so aus oder so. Also wir haben bisher auch noch nicht entschieden oder es gibt noch keine Entscheidung, was mit Ihringshausen passiert, was mit Immenhausen passiert. Auch da ist jeweils noch offen, wo dann am Ende genau die Grenze verläuft. Ah, okay. Das ist alles definitiv noch nicht entschieden und das wird in einem Gesamtbild entschieden werden müssen. Weil das ja immer Auswirkungen hat. Wenn wir sagen, Immenhausen und Ihringshausen auf jeden Fall mit Fellmar zusammen, einfach nur als Beispiel, dann hat es natürlich Auswirkungen auf das, was rund um Hof Geismar, Grebenstein und so weiter dann in Anführungszeichen übrig bleibt. Mhm, genau. Also nur einfach als Beispiel. Gut, dann würde ich an Ulla Oldeweme weitergeben. Deine Frage.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen was über die Innenarchitektur hören. Mhm. Was soll ich mir darunter vorstellen? Soll ich mir darunter vorstellen, eine Verteilung, wer welche Gottesdienste wohin bekommt? Soll ich mir darunter eher vorstellen, wie sich eine Gemeinde sortiert, organisiert? Also ich für mich persönlich ist es immer so gewesen, dass ich denke, egal, in welche Richtung Velma gehen wird, wir werden uns als Gemeinde organisieren müssen. Genau. Unabhängig davon, wo wir hingehen werden. Genau. Oder wo wir hingeschlagen werden oder zugeschlagen werden, oder wie auch immer es formulieren soll. Das heißt, mit anderen Worten, unsere Aufgabe wird es sein, die Gemeinde lebendig zu halten. Richtig. Und inwieweit wird in einer Pfarrei das unterstützt werden? Zu 100%, also von wem? Also es wird seitens des Bistums unterstützt durch entsprechende Strukturgebungen, also für Gremien zum Beispiel, dass da einfach eine verlässliche Struktur entsteht, und was die Pastoral angeht, durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen zum Beispiel. Okay. Genau, das wollte ich hören. Weil ich denke, das ist für mich das Allerwichtigste, dass Ehrenamtliche qualifiziert werden. Genau, also wir haben jetzt schon laufen im Bereich Pastoralinnovation Multiplikatoren-Schulungen und Kurse, um diesen Innovationsblick ein bisschen zu schulen. Oder im Bereich geistliche Prozessbegleitung sind Multiplikatoren ausgebildet worden, aber auch im liturgischen gibt es verschiedene Angebote. Es ist jetzt auch schon eine Ausschreibung gewesen für Ehrenamtliche, die gerne den Beerdigungsdienst übernehmen würden und da eine Qualifikation erwerben möchten. Das sind häufig dann auch Leute, die relativ nah dran sind an der Thematik oder die schon mal in irgendeiner Form Erfahrung haben mit der Leitung von Wort Gottes feiern oder Ähnliches. Aber da sind wir dabei, die Unterstützungsstrukturen noch zu verstärken und aufzubauen. Okay. Ist damit deine Frage beantwortet, Ulla? Ja. Gut. Ja, danke schön. Also ich glaube, auch da ist ein wichtiger Punkt, den ich auch den anderen Gemeinden, den Kirchorten sagen möchte. Es ist, vor Ort muss das kirchliche Leben selber gestaltet werden. Und es liegt an euch, wie lebendig ihr da seid. Das ist natürlich für manche Dörfer oder kleineren Ortschaften schwieriger als für eine Stadtgemeinde. Aber es hängt wirklich vor Ort, würde ich sagen. Also ist meine... Also ich würde nicht sagen, dass es automatisch in kleineren Orten schwieriger ist. Manchmal ist auch die Nähe, die es in kleineren Orten gibt, dieses sich gegenseitig kennen, gegenseitig oder umeinander wissen, was gebraucht wird, was jemand kann, wo der Schuh drückt, macht es manchmal sogar leichter als jetzt in einem größeren Kontext, wo eine höhere Anonymität ist, wo eine höhere Fluktuation ist und so weiter und so fort. Also da würde ich nicht automatisch sagen, in der Stadt ist es einfacher als in einer kleineren Gemeinde auf dem Land. Ich würde auch nicht automatisch sagen, in der Diaspora ist es schwerer als in rein katholischen Gebieten. Das kommt echt immer drauf an, was für Leute da sind. Auch die Weite, die wir haben. Was könnte denn ein hilfreiches Talent sein in einem solchen Kontext? Denken wir ausschließlich und nur in liturgischen Kontexten und machen Gemeindeleben, lebendiges Gemeindeleben daran fest, was wir für Gottesdienste haben? Oder gibt es zum Beispiel irgendeine Initiative, irgendeine Gemeinde im Verkündigungs- oder im diakonischen Bereich, wo auch Leute zusammenkommen und wo Verkündigung geschieht und wo Glauben gelebt wird? Okay, danke. Jörg Uhlenbrock, du hattest dich auch noch mal gemeldet. Ich habe noch eine andere Frage. Es ist ja bei fast allen Gemeinden so, dass es immer wieder ein Problem gibt mit der Jugendarbeit. Also dass zu wenig Jugendliche dann da sind, egal ob noch ein Kindergarten da ist, wo sich Jugendliche rausrekrutieren könnten für Gemeinde, Jugend oder Jugendarbeit, wie auch immer.
Und ich glaube, wir sind uns darüber einig, wenn wir den Anschluss an die nachfolgenden Generationen verlieren, dann wird Kirche immer kleiner werden und es wird schwieriger werden. Ist unabhängig jetzt von diesen ganzen Prozessen, die da sind, etwas auf Bistumsebene geplant, wie wir also die Weitergabe des Glaubens an die nachfolgenden Generationen fördern können, dass also das Thema Jugendpastoral auch ein Schwerpunkt auf Bistumsseite ist oder wird und wie wir das in den Kirchorten vor Ort und in den neuen Vereinen dann umsetzen können. Weil die Jugend wird einfach dann die Zukunft der Kirche sein. Ja, also die Jugend ist die Zukunft der Kirche, dem kann man nicht widersprechen. Gleichzeitig sind die Zugangswege zum Glauben einfach nicht mehr automatisch. Ich gehe in den katholischen Kindergarten und dann habe ich Erstkommunionvorbereitung und dann bin ich bei der KJG oder bei den Ministranten und danach übernehme ich eine Jugendgruppe und mache das entsprechend wieder weiter. Ich glaube, wir brauchen wirklich verschiedene Ansätze, sowohl bei jungen Menschen als auch bei jungen Erwachsenen. Also die Altersgruppe zwischen 20 und 35 ist in unseren bisherigen Gemeinden häufig komplett aus dem Blick geraten, wenn sie nicht Eltern von Kindern sind. Also allein oder nicht Eltern in der Altersgruppe, da haben wir, die haben wir jahrelang überhaupt nicht im Blick gehabt. Beatrix A. kann da wahrscheinlich ein Lied davon singen, was so aus der Studentengemeinde gegebenenfalls noch ganz andere Ideen und Bedürfnisse in den Blick kommen könnten und müssten. Und wir haben in verschiedenen Bistümern Ansätze, mit Erwachsenen einen Weg zum Glauben zu gehen, Wege Erwachsenenglaubens. Zum Beispiel gibt es schon lange viele Programme, die daran ansetzen, dass Menschen erst im Erwachsenenalter zu Glaubenden werden und in einer anderen Form dann begleitet werden müssen. Also so diese, ich sage es jetzt mal ein bisschen bös, Rekrutierungspastoral. Da kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. Und klar braucht es Ideen und Überlegungen, wie Menschen mit der Botschaft Jesu in Kontakt kommen. Und da sind wir an verschiedenen Ecken und Enden dran. Was könnten denn Anknüpfungspunkte, was könnten Anknüpfungsformate sein, pastorale Innovation auf unterschiedlichen Wegen für Erwachsene, für Jugendliche, inzwischen auch schon für Erwachsene jenseits der 40. Und wir haben im Generalvikariat verschiedene Abteilungen, die da unterstützend tätig werden können, sollen, müssen. Und man muss aber der Redlichkeit halber auch sagen, es gibt nicht die Kirche rettende Idee, die man jetzt nur einfach anpacken und umsetzen müsste. Das sind alle am Suchen, am Schwimmen, am Gucken, was wollen, was brauchen Menschen, wie kann ihr Weg zu Gott aussehen. Oh. Ich glaube, das wird auch ein spannender Prozess in den nächsten Jahren werden, wie wir da weiterkommen bei der Weitergabe des Glaubens. Gibt es weitere Fragen an Frau Beck? Odi Sindela. Das ist zwar eine Winkerhand, aber... Ja. Hallo. Ja, wir haben viel über die Zusammenarbeit Großpfarrei und Kirchort gesprochen. Oder eben gerade gehört, ich kann es mir aber trotzdem noch nicht so ganz vorstellen, wie das laufen kann oder wie das laufen sollte. Ich habe immer noch die Fantasie, wir wählen einen großen Verwaltungsrat, der sitzt dann in der großen Zentralgemeinde und alle anderen Kirchorte, die ringsherum liegen, müssen sehen, wie sie da zurechtkommen. Tragen wir da nur dabei, die Großgemeinde zu unterhalten und die Brotkrümen bleiben dann für die Kirchorte übrig oder gibt es da irgendwie eine gegenseitige Befruchtung? Also das kann nicht sein, dass der Verwaltungsrat
alles, was da aus den kleineren Orten kommt, sich einverleibt und sich da an goldene Wasserhähne montiert und die Brotkrumen bleiben dann übrig. Das ist, glaube ich, wirklich eine gemeinsame Verantwortung zu schauen, wie kann dieses Gesamtgebiet der Pfarrei gut ausgestattet werden nach den Erfordernissen, die es jeweils vor Ort gibt. Und die Verwaltungsräte, da sind wir gerade in Hanau am Erproben, was da, also ganz Hanau ist ja jetzt inzwischen eine Pfarrei und die haben einen Verwaltungsrat und die sind gerade am Ausprobieren und Ausloten, welche Arbeitsweise sich da bewährt, ob es zum Beispiel themenspezifische Arbeitsgruppen geben kann innerhalb des Verwaltungsrates oder ob es regionale, territoriale Zuständigkeiten geben kann und muss. Und der Verwaltungsrat wird sich vermutlich eher dahin entwickeln, der Verwaltungsrat der Pfarrei eher dahin entwickeln, dass der analog zum Beispiel zum DVVR auf Bistumsebene eher ein Aufsichtsratsgremium wird, dem zugearbeitet wird an verschiedenen Stellen, der die große Gesamtlinie kennt und verantwortet, der aber nicht alles operative Geschäft auf Ehrenamtsbasis leisten muss. Das ist einfach unrealistisch, das geht nicht. Wir werden Pfarreien haben mit mehreren Kitas, mit vielen Kitas und das funktioniert einfach nicht, dass da alles, was entschieden werden, Sandra, Entschuldigung, ja, DVVR ist der Diözesanvermögensverwaltungsrat und das sind 5 Ehrenamtliche, die aufpassen, in Anführungszeichen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht bei der Vergabe oder beim Geldausgeben des Bistums. Ist das so ganz glücklich bin ich nicht mit, aber bitte? So ganz glücklich bin ich nicht mit Ihrer Antwort, aber wahrscheinlich wird sich das alles. Nee, ich war ja auch nicht fertig. Ich habe mal gewesen, was kann eventuell das Bistum dazu beitragen, um das besser in Fluss zu kommen, dieses gemeinsame Miteinander. Von Verwaltungsräten oder von Verwaltungsrat und Pfarrgemeinderat oder welches? Ja, das Großgemeinde, Kleingemeinde, das ist ja die Frage. Ne? Nein, wir haben ja kein Gegenüber Großgemeinde, Kleingemeinde, sondern wir haben in einer großen Pfarrei mehrere Standorte miteinander verwaltungsmäßig verbunden. Und da haben wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt meinetwegen nach Bad Hersfeld gucke, die ja schon länger miteinander unterwegs sind und wo auch die Frage war, wie gehen wir mit unseren Kirchen weiter? Wir werden langfristig zum Beispiel nicht alle unsere Kirchen halten können. Und das war ein gemeinsamer Prozess des Verwaltungsrates und des Pfarrgemeinderates, gemeinsam zu überlegen, welche Kirchen werden wir langfristig erhalten können. Und das ist ein Prozess, der gut gelungen ist, wo ich aus dem, wie ich es mitbekommen habe, wo es niemanden gibt oder, ja gut, niemand ist immer übertrieben, alle kann man nie glücklich machen, aber wo das in einem ganz großen Konsens entschieden wurde, welche Kirche langfristig erhalten bleibt und welche im Zweifelsfall auch aufgegeben wird. Und gerade in Bad Hersfeld, in der Pfarrei St. Ludus, sind jetzt 2 Kirchen schon profaniert und bei einer dritten ist klar, dass die auch aufgegeben wird. Und das ist nicht in diesem Konkurrenzverhältnis, wie es viele befürchten, passiert. Ja, war ja bis dato, weil auch kommuniziert wurde, es wird ein Verwaltungsrat für die Großgemeinde gewählt, der hat dann Sitz an der, wo der Großgemeinde, also die Großpfarrei sitzt, und die anderen. Ja. Ich glaube, das ist ein Bild, was in die Irre führt, wenn man sagt, die Großpfarrei sitzt in Vellmar. Nee, die Großpfarrei sitzt, also wenn wir jetzt die Pfarrei mal denken mit Hofgeismar zusammen, die Großpfarrei sitzt in Hofgeismar, Vellmar und all diesen Orten, die da zusammen ist. Das ist die Verwaltungseinheit.
Und für diesen Bereich wird gemeinsam entschieden, wie wird Geld wofür ausgegeben. Und die große pastorale Linie, die die Kriterien dafür hergibt, was, wo, wie investiert wird, die kommt vom Pfarrbeirat, der wiederum natürlich in einem guten Kontakt sein muss mit den Kirchenteams vor Ort. Und das sind so die Kriterien, die können für alles Geld ausgeben, kann ja eigentlich nur von der Pastoral her kommen. Das ist bei uns im Bistum genauso, dass der Diözesanökonom das Geld zwar verwaltet, aber wofür es ausgegeben werden muss, das ist eine Frage von Pastoral und nicht von, von finanzökonomischen Gesichten. Das ist halt so die Sorge von verschiedenen Gemeindemitgliedern, wenn man mit ihnen spricht, dass wir dann hinten runterfallen und ja, alles zentral dann entschieden wird und da nichts mehr zu sagen ist. Es wird gemeinsam entschieden, nicht zentral, sondern gemeinsam. Ich glaube, das ist ein Unterschied, auch vom Denken und vom Ansatz her. Danke erstmal. Dann würde ich gerne das Wort an Herrn Franke geben. Herr Franke. Sie müssten Ihr Mikro freistellen. Wir hören Sie noch nicht. Jetzt. Danke. Jetzt hören Sie mich? Ja, jetzt. Ja. Eine Frage. Was wäre passiert, wenn die Gemeinde Edith Stein, die ja auf den Pastoralverbund herauswachsen sollte, wenn sie wegen der Pandemie nicht ausgesetzt würde. Mhm. Wie wäre dann die Situation bezogen auf die jetzige Situation? Wie würde dann Fulda reagieren? Dann müsste man entscheiden, ob man diese neue Pfarrei insgesamt lässt und zum Beispiel mit Hof Geismar zusammen zu einer Pfarrei verbindet oder ob man diese Pfarrei, also ob man diese Neugründung quasi wieder rückgängig macht, was man normalerweise nicht machen würde wahrscheinlich, aber ob man das nicht wieder rückgängig machen würde, weil eine andere Orientierung sinnvoller erscheint. Und das war ja der Grund, warum dieser Prozess war auch ein Grund, warum dieser Prozess gestoppt wurde, weil man gesagt hat, es ist nicht sinnvoll, jetzt Fakten zu schaffen, wenn sich hinterher die Frage stellt, ob die Fakten, die geschaffen wurden, so tragfähig sind oder ob man nicht am Ende sagen müsste, Mensch, wir hätten vorher überlegen sollen. Wenn jetzt im Gesamtbild der Eindruck entsteht oder der Konsens entsteht, dieser Zusammenschluss mit Hof Geismar zum Beispiel ist die vernünftigste Lösung, dann kann man sofort wieder anknüpfen an das, was mit den Vorarbeiten Edith Stein, Pastoralverbund Edith Stein schon geleistet worden ist, dass das ein erster Schritt ist hin zur großen Pfarrei. Genau. Nur das war so die Idee. Wir haben natürlich die Situation gehabt, dass einige Pfarreien einfach aus naheliegenden Gründen losgelaufen waren und es wäre sinnvoll gewesen, nachdem der Bischof gesagt hat, er richtet die Fachgruppe 4 ein, die einen Vorschlag für die Pfarreienlandkarte erarbeiten soll, dass man dann sofort alle laufenden Neugründungsprozesse gestoppt, ausgesetzt hätte, um zu sagen, wir machen jetzt nichts, was wir hinterher wieder auflösen wollen oder müssen. Und Vellmar ist einfach da in diese ungeschickte, blöde, unangenehme Situation reingerutscht, dass sie schon relativ weit waren. Und dass das aber ins Gesamtbild eben noch nicht so eindeutig einzuordnen war. Ist damit Ihre Frage ein Stück weit beantwortet? Nein. Der Pastoralverbund hat 16 Jahre bestanden. Ich war damals selbst maßgeblich mitbeteiligt an der Entstehung dieses Pastoralverbunds als Mitglied des Pfarrgemeinderats in Immenhausen. Und dieser Pastoralverbund hat 16 Jahre lang erfolgreich gearbeitet und würde jetzt die Vellmar
und damit ja auch der Pastoralverbund, nach Kassel kommen, dann wäre diese erfolgreiche Arbeit, würde dann mit den Füßen getreten und wäre weg. Und das, bin ich der Meinung, darf nicht sein. Und deshalb plädiere ich ganz stark dafür, dass Velmar Bittorf Geismar bleibt, und damit wären auch die Gemeinden des Pastoralverbundes nach wie vor wieder zusammen in einer Pfarrei. Einfach nochmal für mich zum Verständnis zurückgefragt. Was wäre nicht mehr möglich oder was würde zerstört oder kaputt gemacht? Was ist das, was nicht mehr ginge, wenn Velmar mit Iringshausen zum Beispiel nach Kassel ginge? Ja, fangen wir einfach an. Da wäre zum Beispiel der Männertreff. Da wäre zum Beispiel der Pastoralverbundschor, der sehr erfolgreich war, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und die würden dann wahrscheinlich wegfallen, wenn Velmar nach Kassel ginge. Und da würde eine erfolgreiche Arbeit gestört. Warum würde das wegfallen? Warum könnte der Chor nicht weiter bestehen? Ja, wenn das dann nach Kassel, die Sache nach Kassel läuft, nach Kassel kommt, Kassel allein schon mal von der Verkehrssituation. Wenn Sie jetzt aus den Landgemeinden kommen, wenn Sie nach Velmar fahren, haben Sie kostenlose, freie Parkplätze, kein Parkdruck. Wenn ich jetzt aus Immenhausen nach Kassel fahren müsste, um dort in der Pfarrei irgendetwas zu erledigen, ja, dann geht es mit der Parkerei los. Aber Sie müssen ja gar nicht nach Kassel fahren. Ja doch, wenn Velmar nach Kassel kommt und dann Immenhausen dann praktisch mit nach Kassel, das ist ja eins dieser Modelle, dann würde das doch dazu führen. Nein, weil Sie haben zwar dann vielleicht, also selbst wenn Sie jetzt, wenn Velmar mit oder ohne Immen, Iringshausen, egal wie, mit Kassel zusammen käme, ja, sage ich jetzt einfach mal so, dann hätten Sie möglicherweise ein zentrales Pfarrbüro in Kassel irgendwo, ja, wo auch immer. Und Sie hätten dezentral vor Ort, meinetwegen in Velmar oder in Immenhausen oder in Iringshausen, zum Beispiel Kontaktstellen, an denen Sie all das erledigen können, Taufanmeldungen, Messintentionen, Messbestellungen, was es halt in Pfarrbüros zu tun gibt. Die Möglichkeit hätten Sie dort auch. Und wir haben zum Beispiel in Fulda die Situation, dass eine Pfarrei jetzt angefangen hat, ein Büro zu haben. Und die haben insgesamt drei Büros, glaube ich, und haben es jetzt so gemacht, dass sie diese drei Büros so sehr miteinander vernetzt haben, dass egal in welches Büro man geht, man dort dieselbe Dienstleistung bekommt. Und die haben ihre Bürozeiten jetzt so aufeinander abgestimmt, dass die ganze Woche abgedeckt haben und dass die Leute einfach dahin gehen, wo jetzt gerade offen ist. Und viele Dinge werden sich in den nächsten 10, 15 Jahren tatsächlich immer, immer stärker auch digital erledigen lassen. Also gerade so Verwaltungstätigkeiten. Und der Kontakt von Menschen zu Mensch vor Ort, der bleibt sowieso vor Ort. Also da muss keiner, wenn er ein Gespräch will mit jemandem, wenn er sich mit irgendjemandem treffen will, wenn er ein Fest feiern will, muss deswegen nach Kassel fahren. Muss auch nicht nach Hofgeismar fahren. Also das wäre ja die andere Richtung, zu sagen, mit Hofgeismar zusammen, dann müsste man nach Hofgeismar fahren. Nee, überhaupt nicht. Man bleibt deswegen trotzdem in Velmar. Ist das soweit klar? Dann würde ich Sandra bitten, dann Frau Viereck und dann Herr Herstel. Ich wollte das noch ergänzen und beziehen auf den Chor. Der Chor kann sich dann genauso gut in Immenhausen im Pfarrheim treffen und proben und in Immenhausen oder in Velmar in der Kirche singen. Also das würde keine Auswirkung haben, egal zu welcher Pfarrei Velmar dann gehört oder Immenhausen. Also auf dem Verbundschor hätte das keine Auswirkung. Dankeschön. Frau Viereck.
betrifft mich ja nun mal das Fahrbüro und wie kann man sich das denn zeitlich vorstellen? Ist man dann ein Drittel in, wenn das jetzt mit Kassel werden würde? Ich bin gerade sehr leise. Ich weiß nicht, liegt das an mir? Nee, ich höre es auch leise. Ja, ich versuche es nochmal. Also, geht's besser? Nee. Könntest du es lauter stellen irgendwie? Nee, habe ich schon. Habe ich schon volle Kanne. Okay. Dann stelle ich sie hier mal lauter und bei mir an meinem Rechner und versuche so gut wie möglich zuzuhören. Okay, ja, das tut mir leid mit der Technik heute. Wie man sich das zeitlich vorstellen kann, mich betrifft das Fahrbüro, wäre dann zum Beispiel 2/3 wäre man vor Ort in Vellmar und 1/3 in einem zentralen Büro in Kassel oder andersrum oder wie wird denn das so zeitlich geplant sein? Ich muss hier gleich erst wieder leiser stellen. So, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich von Situation zu Situation. In Gelnhausen zum Beispiel, wo die Pfarrei, die zum 1.1. letzten Jahres gegründet wurde, da haben sie ein zentrales Pfarrbüro und in den ehemals selbstständigen Pfarreien ihre Kontaktstellen. Und die haben einen Tag in der Woche, wo alle Sekretärinnen im zentralen Büro sind, damit sie auch eine entsprechende Dienstbesprechung machen können. Und ansonsten teilen die sich das tatsächlich auf, dass sie gesagt haben, wir gucken, dass wir im zentralen Pfarrbüro auf jeden Fall jeden Tag irgendeine Öffnungszeit haben. Und wir schauen, dass wir in den Kontaktstellen sehr regelmäßig präsent sind und wir schauen mal, wie diese Kontaktstellen auch angenommen werden, was da an Publikumsverkehr ist, wie viel da jeweils gebraucht wird. Und das wird sich jetzt in den nächsten 1-2 Jahren zeigen, welche Kontaktstelle gut angenommen wird und wo man deswegen Zeiten vielleicht auch ausbauen muss und welche Kontaktstelle weniger genutzt wird, wo man dann sagt, okay, dann eher wieder Richtung Gelnhausen, Richtung Zentralbüro. Und was dann da vor Ort jeweils getan wird, auch da sind die am Ausprobieren, was sich bewährt. Es muss nicht alles, was gemacht wird, im zentralen Büro gemacht werden. Also keine Ahnung, Datenpflege und ähnliche Geschichten, die auf digitaler Basis passieren, die können auch dezentral gemacht werden, wenn die IT-Ausstattung entsprechend ist. Also das muss man jeweils vor Ort gucken, was ist da das Passende. Was hat man je nachdem auch für Personal und wem möchte man wie entgegenkommen? Wenn da eine Fahrsekretärin ist, die bisher, keine Ahnung, weil sie kleine Kinder hat, mit 8 Stunden einen relativ kleinen Vertrag hat und darauf angewiesen ist, dass sie nicht eine halbe Stunde fahren muss, was bei 8 Stunden ja ohnehin, da sind die Brühe teurer als die Brocken, aber die auch darauf angewiesen ist, zum Beispiel schnell dann am Kindergarten sein zu können, um ihre Kinder abzuholen. Da wird man versuchen, da Lösungen zu finden und das nicht alles einfach über einen Kamm zu scheren. Und das ist, glaube ich, dann auch wieder die Stärke von einer größeren Einheit, dass man da auch nochmal individuellen Bedürfnissen eher gerecht werden kann, weil einfach die Erfordernisse auf mehrere Schultern verteilt werden können. Hat das Ihre Frage beantwortet, Frau Viereck? Ja, fürs Erste schon. Danke. Okay. Danke. Dann Herr Herstel. Ja, schönen Dank fürs Wort. Ich wollte nur mal fragen, ich wollte nur feststellen, im Prinzip geht es ja für uns darum, zu welcher Verwaltungseinheit wir kommen. Und wollte in dem Zusammenhang noch mal fragen, was für Auswirkungen hat denn die Umfrage auf den Zuschlag oder ja, auf die Entscheidung der Gemeinde? Auf die Entscheidung der Gemeinde oder auf die Entscheidung des Bischofs? Ja, auch auf die Entscheidung des Bischofs. Das wäre ganz egal. Also ich denke, wir können, egal wie wir es machen, immer nur Voten einholen. Und je nachdem, wie ein Votum ausfällt und von wem dieses Votum gegeben wird, wird es entsprechend berücksichtigt werden können. Und der Bischof tut gut daran, die Empfehlungen, die von vor Ort kommen, auf jeden Fall bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen. Und so wie ich ihn bisher kennengelernt habe, ist es nicht einer, der alles jetzt schon in der Schublade hat und egal was aus der Fläche kommt,
wird das ignoriert und er zieht sein Konzept aus der Schublade und sagt, und so machen wir das jetzt. Das haben wir in anderen Regionen des Bistums jetzt schon mehrfach gehabt, dass Alternativvorschläge präsentiert worden sind und die auch mit minimalen Veränderungen beispielsweise komplett durchgehen. Ja, dann denke ich mal, dass diese Umfrage schon vielleicht einen gewissen Einfluss haben wird, ne? Auf jeden Fall. Okay, also die Frage geht ja auch an Herrn Jan Uhlenbrock vom Pfarrgemeinderat. Sehen Sie das auch so? Was meinen Sie jetzt, inwieweit? Ja, ich habe jetzt gerade die Umfrage angesprochen. Ja. Da gehen ja dann bestimmte Voten gehen da ein und Sie werden das wahrscheinlich dann verdichten und sehen, was dabei rausgekommen ist. Und von Ihrer Seite her, denke ich mal, hat das schon wahrscheinlich einen Einfluss, ne? Denke ich mal, auf Ihre Entscheidung, sage ich mal. Also wir entscheiden ja nichts. Das ist mir auch klar, aber auf Ihre Empfehlung, genau. Wir werden das auswerten in der Gruppe, auch gerade, denke ich mal, die diese Umfrage erstellt haben, werden das sozusagen auch in den Pfarrgemeinderat einbringen und werden das dann sozusagen ans Bistum weitergeben, ja, zu der gegebenen Zeit. Okay. Ja? Ja, gut, okay. Nimmst du Kenntnis. Danke. Dann Jörg Uhlenbrock, bitte. Herr Hestel, vielen Dank für Ihre Fragen. Ich würde einfach noch zu ergänzen. Es ist eine Befragung der Gemeinde. Und diese Ergebnisse geben wir 1:1 an das Bistum, an die Bistumsleitung, an die Frau Beck weiter. Weil die Frau Beck will jetzt nicht unbedingt ein Votum des Pfarrgemeinderates haben oder dass wir darüber bestimmen, sondern es ist ja bewusst eine Befragung der Gemeinde. Und diese Ergebnisse, was die Gemeinde will, das sollte weitergegeben werden und das wird weitergegeben. Und ich glaube, wir sollten auch einfach bewusst realisieren, es gibt zwei Strömungen, die einen, die eher zu Kassel wollen, die anderen, die eher zu Hofgeismar wollen. Beide Ströme sind berechtigt, haben, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Und egal, wie das Bistum entscheidet, ja, es wird immer Menschen geben, die mit der Entscheidung des Bistums zufrieden sind und es wird Menschen geben, die das völlig doof finden. Ja, also das Bistum kann sich nur in die Nesseln setzen, egal wie die... Das ist unser Job. Ja, aber es ist trotzdem nochmal wichtig, das deutlich zu machen. Es geht ja nicht um Sieger oder Verlierer, wer hat sich durchgesetzt oder was auch immer, sondern darum, wie ist nach dem aktuellen Kenntnisstand, den wir alle haben, die voraussichtlich beste Entscheidung. Und wenn es Hofgeismar ist, dann ist es Hofgeismar. Wenn es Kassel ist, ist es Kassel. Es ist letztendlich auch ein Stück egal, weil es ja eine Verwaltungseinheit ist. Und dafür gibt es ja dann eben diesen Verwaltungsrat, der die Sachen, die aus dem Pfarreirat kommen, also dann da einbringen soll. Und viel, viel wichtiger ist es, dass wir als Gemeinde vor Ort das Gemeindeleben, das Pfarrleben weiterführen. Ja? Dafür brauchen wir Menschen, die von der Sache Jesu begeistert sind, die den Glauben weitergeben, die sich einbringen, so wie mit ihrem Projekt, was sie so führen über Fort Portal. Ja, so gibt es viele einzelne Bausteine, die wir brauchen, damit eben das Gemeindeleben vor Ort weiter besteht, dass es attraktiv ist, dass Menschen sich angezogen fühlen, dass wir gemeinsam Erfahrungen sammeln, dass wir den Glauben leben und feiern und ihn auch weitergeben an die nächsten Generationen oder für diejenigen, die bei all dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ins Zweifeln kommen, Stichwort Missbrauchsskandale, Machtskandale, die ganzen Sachen, da Stärkung zu bieten. Das ist das, was wir vor Ort organisieren werden, organisieren müssen. Ja? Und da wird einfach das Leben stattfinden. Und diese ganze Entscheidung, die stattfindet, ja, das ist wichtig, aber viel wichtiger ist es, dass wir das Leben vor Ort, vor dem berühmten Kirchort, also jetzt hier bei uns, die Heilig-Geist-Gemeinde, dass wir das gestalten und tragen.
Danke. Rudi Sindler hatte eine Hand zum Aufzeigen war. Bitte. Ja. So. Geht's? Ja. Ja. Der Jörg hat gerade angesprochen, dass wir möglichst wenige Leute von Kopf stoßen sollten bei dem Prozess. Das ist ja leider in der Vergangenheit immer wieder der Fall gewesen, dass wir durch verschiedene Entscheidungen in der Kirchengemeinde viele Gemeindemitglieder eigentlich verloren haben, weil sie mit den Entscheidungen nicht so zufrieden waren. Deswegen ist es jetzt gerade wichtig, auch zu schauen, in der jetzigen Situation, dass wir möglichst alle Gemeindemitglieder in diesen Prozess mit reinnehmen und nicht nur sagen, ja, die anderen haben halt Pech gehabt, wenn die nicht die Mehrheit mittragen wollen. Sollen sie bleiben, wo sie wollen. Das andere, dann ja, bitte kurz, weil wir auch langsam dem Ende entgegenschauen wollen. Rudi, ich stimme dir zu, dass bei Entscheidungen es immer wieder Menschen gibt, die unzufrieden sind, die damit nicht einverstanden sind, die sich aus Enttäuschung abwenden. Das werden wir auch nicht vermeiden können. Ja? Wir werden nur diesen Prozess anbieten. Das heißt, so wie wir es gemacht haben, dass wir es informieren über die Gremien, über die Pastoralversammlungen, das fällt mir gerade das Wort nicht ein, über die Zeitung, über diese Abende, über diese Umfrage, die jetzt in jeden Haushalt geht. Und das ist da, wo wir das Angebot machen, dass möglichst viele sich an diesem Prozess beteiligen können. Wer will, ist dabei. Wer nicht will, hat eine andere Wahl getroffen. Und wir werden, egal was kommt, einfach mit dem Ergebnis leben und einfach daran appellieren, egal was kommt, lasst uns weiter an der Zukunft dieser Gemeinde arbeiten. Jörg, das wäre im persönlichen Gespräch natürlich wesentlich besser, als wenn das jetzt per Internet geht. Du weißt, dass viele Gemeindemitglieder damit ein großes Problem haben, auf dieser Basis da mitzuarbeiten. Dann sie zu beteiligen. Ich denke, eine Aussprache ist nach wie vor, eine persönliche Aussprache ist nach wie vor noch, ja, da kann man mit auf die Argumente besser eingehen, man kann mehr aufeinander zugehen. Meine Frage wäre jetzt nochmal zum Abschluss, gibt es denn da noch eine Gemeindeversammlung, wo man das nochmal besprechen kann? Darf ich gerade einmal kurz dazwischen gehen? Ja. Ich weiß nicht, Sandra, du bist die ganze Zeit schon dich am Melden oder ist die Hand ja, noch oben? Ja. Ich habe sie im Blick, aber ich wollte jetzt erstmal die Frage von den Sinnela. Genau. Es ist immer wieder so die Rede von die Gemeinde befragen. Und ich finde es spannend, mal miteinander zu überlegen, was heißt denn die Gemeinde? Sind es die, die sonntags zum Gottesdienst kommen? Sind es die, die getauft sind? Sind es die, die auf unserem Gebiet, Sie hatten vorhin nach Sozialraumorientierung gefragt, die auf dem Gebiet der Pfarrei wohnen? Wer sind denn diejenigen, die am Ende im Blick sein müssen, wenn es darum geht, wie soll unsere Pfarrei umschrieben sein? Mit Blick auf die nächsten oder in 15 bis 20 Jahren. Und da ist natürlich und deswegen auch die Frage, zu welcher Alterskohorte, also zu welcher Altersgruppe die Teilnehmenden der Umfrage gehören, haben verständlicherweise Menschen in der Altersgruppe zwischen 60 und 80 möglicherweise komplett andere Interessen, berechtigterweise andere Interessen, als Menschen zwischen 15 und 40 oder zwischen 15 und 25 und nochmal andere Interessen als die Menschen zwischen 25 und 40. Und da ist schon auch nochmal so die Frage, was meinen wir, wenn wir von die Gemeinde reden? Und wer ist im Blick, wenn wir sagen, wir überlegen die Pfarreigrenzen für die Zeit Mitte, Ende der 30er Jahre? Sandra. Ja, im Prinzip hat sich jetzt noch was dazu ergeben. Ich würde gerne, aber ich glaube, das passt jetzt nicht hierher, sondern würde gerne einfach vielleicht dann in einem persönlichen Gespräch, Rudi, mal mit dir hören, von welchen Entscheidungen du sprichst, wenn du sagst, die Entscheidungen haben Gemeindemitglieder weggetrieben. Da habe ich momentan keine Vorstellung von, aber das machen wir, denke ich, mal im persönlichen Gespräch.
Zu Herrn Terste, zu dir wollte ich noch sagen, als der Bischof letztes Jahr zur Firmung da war, haben wir erzählt von dem Plan, die Gemeinde zu befragen. Und da hat er ganz aufmerksam zugehört und nochmal nachgefragt und uns stark ermutigt, die Umfrage zu machen. Von daher gehe ich sehr stark davon aus, dass es ihm hilft, seine Meinung zu bilden und die Entscheidung zu treffen. Da bin ich sehr guter Dinge, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und es kann nicht darum gehen, ein Schwarze-Peter-Spiel zu spielen. Ich glaube, es ist wichtig, dass allen klar ist, wir haben alle miteinander gerungen um den Weg, der dann möglicherweise in die Zukunft führt. Und jeder hat sich bemüht, seine Sichtweise einzubringen und hat seine Sichtweise zur Verfügung gestellt. Und aus diesem Konzert der Stimmen hat am Ende der Bischof ein Gespür dafür bekommen, welcher Lösung er die größte Kraft für die Zukunft zutraut. Und es geht nicht darum zu sagen, es gibt Gewinner und Verlierer und ich habe mich durchgesetzt oder nicht durchgesetzt, sondern es geht darum, und dafür sind diese Veranstaltungen jetzt, wie sie in Velma die letzten paar Wochen ja relativ viele waren, absolut wichtig. Es geht darum, möglichst viele relevante Aspekte zu sammeln, die auszuwerten und hinterher eine vergleichsweise fundierte Entscheidung treffen zu können, die nicht am Ende sagen muss, naja, wenn ich den Aspekt rechtzeitig bedacht hätte, hätte ich mich anders entschieden. Dass man in 5 Jahren vielleicht sagt, wenn ich damals gewusst hätte, dass das so ist, hätte ich mich anders entschieden. Das ist was anderes. Aber das ist bei jeder Entscheidung so, dass wir mit dem Kenntnisstand von heute eine Entscheidung treffen müssen, mit Blick auf die Zukunft und natürlich immer das Risiko eingehen, dass diese Entscheidung im Nachhinein anders bewertet wird, als wir sie im Moment bewerten. Das Risiko haben wir immer, das ist vollkommen klar. Ja, meine Frage war ja eigentlich gewesen, gibt es da noch eine Fahrversammlung? Genau, das ist ein anderes Thema. Aber das, ich habe jetzt gedacht, das, was hier ist, ist schon so eine Art Pfarrversammlung. Ja. Gut, dann Herr Frind und Sie sind dran. So, erstmal lautstellen. Ja, ich wollte das von dem Rudi Sindelar und aber auch von der Frau Beck eigentlich noch verstärken. Also für mich ist es die Gottesdienstgemeinde, wobei ich die Gottesdienstgemeinde natürlich verstehe. Es ist ja vor Corona anders gewesen als jetzt. Es gibt wirklich Menschen, die sich sehr zurückgezogen haben. Auch wir sind sehr vorsichtig. Und ich kenne Leute, die nun kaum rausgehen. Also die Gottesdienstgemeinde, die in Velma so zwischen, sage ich mal, 100 und 300, nicht immer alle auf einmal, aber die da waren, die sich beteiligt haben am Gemeindeleben, die an Wahlen, Pfarrgemeinderat, Verwaltungsrat sich beteiligt haben. Und wie kriegt man die? Das wäre in der Tat durch eine Pfarrversammlung, die aber nicht jetzt auch mit 35 Plätzen im Saal sein darf. Wir sind heute, jetzt sind wir 34, wir waren höchstens 37, letztes Mal auch. Das ist ja nicht die Gemeinde in dem Sinne. Also die Frage wäre schon, wie erreicht man die, die sich üblicherweise am Gemeindeleben beteiligt haben? Auch heute ist es ja so, ich meine, ich kann das Alter nicht überall schätzen, aber auch hier sind die jungen Generationen ja heute Abend sehr wenig vertreten. Von daher gesehen, wobei man darüber diskutieren kann, was jung und alt ist natürlich, wäre für mich schon die Frage, wie kann man noch einen größeren Personenkreis erreichen? Noch liegen ja auch etliche Fahrbriefe im Foyer, die noch nicht ausgetragen sind. Natürlich haben wir uns daran beteiligt, gar keine Frage. Und die sind auch schon ausgetragen und der Umschlag ist auch schon zurück. Also wie können wir im Sinne auch von Rudi Sindelar diese Gottesdienstgemeinde, die früher zwischen 100 und 300 war, je nachdem wer anwesend war, wie können wir die erreichen und an der Beteiligung teilhaben lassen? Ja, jetzt hör ich Sie nicht. Ich hatte jetzt einen Punkt gemacht. An wen richten Sie die Frage, Herr Frind? Ja, jetzt richte ich sie natürlich an den Sprecher des Pfarrgemeinderats.
Ich war ja auch mal Sprecher, da haben wir uns ja, recht Gedanken ja auch gemacht. Genau, das weiß ich auch, Herr Frind, das haben Sie auch immer wieder betont. Wir werden uns im Pfarrgemeinderat dazu Gedanken machen. Wir haben ja diese Veranstaltung beworben. Es ist ja nicht so, dass diese Veranstaltung im Geheimen geblieben ist, sondern wie auch schon Frau A. mitgeteilt hat, die sehr froh darüber war, dass das in die HNA kam. Es gibt natürlich Jugendliche, die keine HNA lesen. Das muss man natürlich dazu auch sagen. Es gibt natürlich auch Versammlungen, die wir live geführt haben. Sie waren selbst dabei. Da waren jetzt auch nicht die Menschenmassen. Ich bin gerne offen für Ihre Vorschläge, wie wir das zusammen erreichen. Und dann werden wir einfach schauen. Natürlich wird es eine Pfarrversammlung auch wieder geben. Die Inzidenzen gehen jetzt langsam runter. Und wir werden weiter versuchen, so viel wie möglich, so wie wir es jetzt auch versucht haben, an Menschen hier in der Gemeinde mit einzubeziehen in diesen Prozess. Also das ist uns, und ich hoffe, das haben möglichst viele auch hier verstanden, dass es dem Pfarrgemeinderat nicht darum geht, hier eine eigene Suppe zu kochen, an der Gemeinde vorbei. Also ich denke, da kann ich für alle im Pfarrgemeinderat auch sprechen. Genau. Dann nochmal Sandra Bohnenkamp und dann Jörg Uhlenbrock. Genau, es war jetzt die Frage nach einer zukünftigen Pfarrversammlung. Zukünftig wird, ich glaube, ich habe jetzt den Termin nicht parat, weil ich meinen Kalender nicht hier liegen habe am PC. Im Juli wird es einen Klausurtag geben vom Pfarrgemeinderat, vom Verwaltungsrat und für die Gemeinde, wer immer sich auch eingeladen fühlt, wo wir uns einen ganzen Tag Zeit nehmen, thematisch daran zu arbeiten, an der Zukunft der Gemeinde. Der Termin wird bekannt gegeben. Ich weiß nicht, vielleicht hat ihn jemand von euch parat. Der 16. Juli. Das ist schon mal ein Termin, den man sich merken kann, 16. Juli. Und da wird auch weitergearbeitet an dem Thema. Genau. Ja, vielen Dank, Jörg. Zu den Fragen von dem Rudi Sindeler und von Ihnen, Herr Frind. Ich war ja auch Sprecher im Pfarrgemeinderat und auch im Vorstand vom Katholikenrat. Und diese Probleme, viele Menschen zu erreichen, ist ja nicht etwas, was spezifisch jetzt in den letzten 2 Jahren wegen Corona ist, sondern was, solange ich zurückdenken kann, also über 50 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit, ich immer wieder erlebt habe, dass es schwierig ist, viele zu erreichen. Ein wichtiges Instrument, was wir haben, das ist eben der große Pfarrbrief, den wir möglichst 3-mal im Jahr dann herausgeben. Weil da erreichen wir tatsächlich alle. Bei den Pfarrversammlungen, wenn ich jetzt auf die letzten gut 20 Jahre zurückblicke, wenn wir hier stattgefunden haben, waren es auch ein bestimmter Kern, der immer mit dabei war. Also auch die Pfarrversammlung alleine ist nicht das Allheilmittel, egal ob es jetzt auf 35 Personen begrenzt ist, Corona-bedingt. Sie haben ja selber gesagt, dass Sie vorsichtig sind und so geht es ja anderen auch. Und wir brauchen oder mussten eben auch dann diese Bedingungen, Bestimmungen, die es vom Land gegeben hat, vom Bistum gegeben hat, einhalten. Ich persönlich bin sehr froh, dass wir diese neuen Medien haben, dass wir also über so etwas wie Zoom überhaupt die Möglichkeit haben, in Kontakt zu treten und das dann zu organisieren beziehungsweise da im Austausch zu sein. Ja? Ich persönlich bin der Frau Beck sehr dankbar, dass sie, ja, ich glaube, es ist jetzt der 5. Termin, den sie mit unserer Gemeinde, 2 öffentlichen Termine, 2-mal für den Pfarrgemeinderat und Vorbereitungssachen, da, ich sag mal, investiert hat in die Zukunft unserer Gemeinde und dass sie eben Klarheit hineingebracht hat. Ich bin dem Vorstand vom Pfarrgemeinderat sehr dankbar, dass sie diesen Weg, dass wir direkt mit der Bistumsleitung sprechen können. Das war ja früher vor Internetzeiten, Zoom-Konferenzen in dieser Form, in dieser Offenheit gar nicht möglich. Ich bin froh, dass also der Vorstand das organisiert hat, dass wir einen direkten Draht jetzt zur Bistumsleitung, zur Stabsstelle, zu Frau Beck haben und dass wir Klarheit bekommen haben, dass wir Informationen haben, dass dieser Nährboden von Halbwissen, Unwahrheiten, Verdrehungen, dass
dieser Nährboden einfach ausgetrocknet wurde und dass jetzt einfach die Fakten auch da sind und dass es aufgezeichnet ist und die Menschen, die es wollen, sich auch im Nachgang darüber informieren können. Das sind Möglichkeiten, die wir vorher so nicht hatten. Und ganz persönlich an Sie, Herr Frenk, ich bin Ihnen sehr dankbar für die Mail, die Sie geschickt haben, ja, auch wenn Sie den Pfarrgemeinderat wieder bewusst ignoriert haben oder außen vor gelassen haben. Das ist ein anderes Thema. Da kann jeder sich auch Gedanken dazu machen. Aber ich bin froh, dass Sie das geschickt haben und die Menschen ermutigt haben, daran teilzunehmen. Das war einfach ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Und das sind einfach so die Wege, die ich in Zukunft auch sehe, neben dem persönlichen Gespräch, was der Rudi angesprochen hat, dass es da ist, dass wir eben einen vernünftigen E-Mail-Verteiler brauchen, dass wir am besten von jedem Gemeindemitglied eine E-Mail haben und dann über E-Mail kommunizieren können, zusätzlich zu diesen ganzen anderen Möglichkeiten, die wir haben. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass dann einfach dieser Austausch in der Gemeinde und mit Fakten und Wahrheiten zu arbeiten, wir einfach einen viel besseren und intensiveren Weg gehen können. Wenn Sie bei Wahrheiten sich selber auch einbeziehen, wäre das schön. Also das mit diesen Nicht-Einladungen bei den Versammlungen des Pfarrgemeinderats ist Fakt. Es war kein Aushang, sowas hat es früher nicht gegeben. Ich denke, wir sollten hier einen Punkt machen. Ich lasse mir von Ihnen nichts unterstellen, sonst kommen wir jetzt ein bisschen in Konflikte. Das möchte ich nicht. Und von daher gesehen, das von Frau Beck, die Information war sehr schön. Ich habe mich auch zweimal beteiligt. Auf weitere Worte, Sie sprechen jetzt wirklich sehr salbungsvoll, sollten wir jetzt verzichten. Also es geht mir nicht um salbungsvoll, sondern es geht darum, was der Rudi Sindelar angesprochen hat, wie können wir Gemeinde mehr erreichen. Und da sehe ich einfach diesen Punkt, das ist das persönliche Gespräch, das sind Gottesdienstgemeinden. Natürlich, deswegen bin ich ja zum Pfarrgemeinderat gekommen. Ja, ich weiß und ich bin auch froh, dass Sie da waren. Ja. Ich würde an der Stelle gerne einmal noch reingrätschen. Gerne. Zu dieser Frage, was verstehen wir unter Gemeinde? Und da hat sich die letzten Jahrzehnte, ist da einfach eine Entwicklung gelaufen, die wir einfach ernst nehmen müssen und die Gemeinde- und Kirchenbilder verändert haben. Und das würde ich Ihnen einfach ganz gerne noch kurz zeigen, um so diesen Horizont ein Stück aufzumachen, wo wir uns bewegen. Sie müssten meinen Bildschirm sehen, richtig? Noch nicht. Noch nicht? Jetzt geht's. Gut. Jetzt ist noch das Bild davor. Ja, ich bin gerade hier am um. So, jetzt muss ich sie einmal hier hochziehen und dann müsste es passen. Jetzt müssten Sie es sehen, richtig? Mhm. Ja. Gut. Wir haben in der Zeit, also Mitte der 50er Jahre, haben wir die sogenannte Volkskirche, die bis entwickelt, da ist es entstanden. Eine sehr priesterzentrierte Pfarrei, das Bild von der Pfarrfamilie, die Ehrenamtlichen waren eher so Helfer und Mitglieder und wir hatten eine lehrende Kirche und ein hörendes Volk. Und da haben wir tatsächlich in unseren, auch im Jahr 2022, noch eine ganze Reihe von Gemeindemitgliedern, die mit diesem Kirchenbild groß geworden sind und die dieses Kirchenbild nach wie vor als das ihre zeigen würden. Wir haben ab den 70er Jahren, als die Würzburger Synode stattgefunden hat, in der Folge auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil ein anderes Kirchenbild entwickelt. Oder es hat sich entwickelt, nämlich das Bild der Gemeindekirche, das Volk Gottes, Gemeindepastoral, dieses Schlagwort, Stichwort, wer mitmacht, erlebt Gemeinde. Sie haben es hier von der Mitmachversorgungskirche, Kirche für die Welt. Es sind Angebote gemacht worden, eine mehr oder weniger intensive Beteiligung
eine starke Aufgabenorientierung bei den Ehrenamtlichen. Also man hat geguckt, was haben wir für Aufgaben und wofür brauchen wir, jetzt haben wir wieder das Bild, das Blöde dazwischen, wofür brauchen wir, jetzt müssten Sie aber trotzdem wieder nur mein Bild sehen, ja? Ja. Wofür brauchen wir Mitarbeiter? Und dann hat man die Mitarbeiter entsprechend der Aufgaben, die sich stellen, gesucht. Es ging weiter in den 90er Jahren und auch da gibt es Menschen, die in diesem Gemeindekirchenbild groß geworden sind, die da nach wie vor drin unterwegs sind und das für sie Heimat bietet. In den 90er Jahren hat sich dann ein Bild entwickelt, was ganz stark von Gemeinschaftsprogrammatik ausgegangen ist. Communio, Vernetzung von Gemeinden, das war auch die Zeit, wo in vielen Bistümern Pastoralverbünde, Pfarrverbände und Ähnliches entstanden sind, wo sich einfach mehrere Gemeinden in einem größeren Seelsorgebereich vernetzt haben und wo Ehrenamtliche stärker auch nochmal zu Mitarbeitern geworden sind. Kirche, also vielleicht nochmal eins zurück oder zwei zurück, Moment. Wir haben in der Volkskirche eher so ein Gegenüber, auch eine Konkurrenz, da die gute Kirche, dort die böse Welt. Ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, aber eher so im Widerstand sein, sage ich jetzt mal. Dann haben wir in dieser Zeit eher das Verhältnis Kirche für die Welt. Auch da noch Kirche für die Welt, dezentrale Gemeinden, darin zentrales kirchliches Leben. Und dann ändert sich tatsächlich auch noch mal grundsätzlich was. Sehr viel partizipativer. Man kommt weg von dem, wir brauchen für eine bestimmte Aufgabe jemand, hin zu, da hat jemand ein Talent und wie könnte er das gut einbringen. Es kommen diese Gedanken von Netzwerken, von unterschiedlichen Organisationsformen, von unteren Organisationsformen, von Ehrenamtlichen, die nochmal ganz anders in eine Verantwortung kommen. Und wir sind mit, auch davon gibt es Vertreter in unseren Gemeinden. Und wir sind jetzt in den letzten Jahren in einem Kirchenbild angekommen, was sehr, sehr fluide, sehr, sehr in Bewegung, sehr, sehr unterschiedlich, sehr differenziert ist, wo man nicht mal so genau sagen kann, was ist innen, was ist außen, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wer gehört am Rand, wer ist im Zentrum. Das kann man bei diesem Kirchenbild nicht mehr sagen. Und das ist das, wo wir mittlerweile in vielen Bereichen angekommen sind und wo wir darauf Rücksicht nehmen müssen oder wo wir uns darauf einstellen müssen, dass das so ist. Und das hat tatsächlich Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir Kirche und Gemeinde künftig mit Blick auf die künftigen Generationen verstehen können und verstehen müssen. Und das ist was, was uns eher zwischen den Fingern zerrinnt, wo wir es nicht mehr alles in der Hand haben können und halten können und im Blick haben können. Und das ist einfach so eine Situation, mit der wir einfach umgehen müssen in den nächsten Jahren. Ja, und damit hat sich auch nochmal verändert, was Kirche als Religionsgemeinschaft und Kirche als Pastoralgemeinschaft ist. Und ich will Sie da auf eine Sache hinweisen. Wir haben uns entwickelt, die ersten drei Modelle von Kirche und Welt zu Kirche in der Welt. Und wenn Sie oben mal schauen, in den ersten drei Dekaden, sage ich jetzt einfach mal, oder ersten drei Epochen, ging es darum, Kirche zu präsentieren als etwas, was die Kirche für die anderen da ist, was die Kirche für die anderen ist. Und in den letzten beiden Modellen geht es andersrum. Da ist die Fragestellung nämlich konsequent von den Menschen vor Ort jeweils hergedacht, was diese Menschen vor Ort, ob getauft oder nicht getauft, ob gläubig oder nicht gläubig, was die für eine Rolle spielen, für eine Bedeutung haben, für unser Verständnis von Kirche und von Gemeinde und von Glaubensentwicklung.
Und das ist ein ganz entscheidender Wandel, mit dem wir noch nicht gelernt haben, gut umzugehen, auf allen Ebenen. Das hat nichts mit Ehrenamt oder Hauptberuf zu tun. Das hat nichts mit Bistumsleitungen oder Gemeinden vor Ort zu tun. Das hat was damit zu tun, dass das noch totales Neuland ist. So viel einfach mal nur ganz schnell, damit Sie so ein bisschen auch noch eine Ahnung kriegen, was möglicherweise auch noch Einfluss haben könnte auf die Entscheidung des Bischofs. Vielen Dank, Frau Beck, für diesen, ja, diese Gegenüberstellung und der Entwicklung des Kirchenbildes. Ich glaube, das war jetzt auch noch mal sehr interessant, das noch mal so vereinfacht darzustellen und erklärt zu bekommen, was sich eigentlich in den Jahren verändert hat. Und Veränderung ist immer natürlich auch schwierig, sich auf Neues einzulassen. Und ich glaube, da sind wir alle Lernende und wir können einfach nur hoffen, ja, dass wir einen guten Weg miteinander finden. Es geht ja nicht darum, gegeneinander etwas zu tun, sondern wir wollen ja zusammen Gemeinde sein. Wir wollen zusammen Gemeinde auch im Bistum und mit der Bistumsleitung sein und katholisch. Von daher denke ich mal, wird es ein wichtiger Prozess sein, der jetzt beginnt oder weitergeführt wird, wie wir hier in Velmar katholisch sein können und unseren Weg ja, neu finden. Gut. Herr Fritz, Sie haben Ihre Hand noch oben. Ist das noch eine Wortmeldung? Nee, muss ich die wegmachen? Wenn Sie es könnten, ja, wunderbar, Dankeschön. Ja, dann würde ich gerne, eigentlich jetzt haben wir es schon 10:10, es ist sehr viel geredet worden, wir haben uns gut ausgetauscht. Ich denke, wenn es jetzt nicht noch eine dringende Frage oder Anmerkung gibt, würde ich gerne jetzt hier enden. Danke erstmal ganz herzlich, Frau Beck, für Ihr Dasein, für Ihre Unterstützung, für die Offenheit, Fragen zu beantworten und allen anderen auch hier im digitalen Raum für ihre Beiträge, für ihr Dasein, ihr Zuhören, ihr Mitdenken. Und ich hoffe, auch wenn nicht alle hier aus Velmar sind, dass wir auch hier in der Region Kassel gut miteinander Kirche und Gemeinde sein können. Und das wäre mein großer Wunsch, dass wir da einen guten Weg finden. Das Ganze ist ja auch ein geistlicher Prozess und ich möchte gerne Sie einladen, dass wir das Vaterunser miteinander noch sprechen. Und ich habe noch ein kurzes Segensgebet, was ich Ihnen allen mitgeben möchte. Vielleicht beten wir nur ganz leise oder machen die Kamera, das Mikro aus, sonst gibt es ein kleines Wirrwarr. Gut. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gott, schaffe Neues in uns. Segne uns mit Achtsamkeit für Neues und mit Mut, ihm nachzugehen. Gott, durch deinen Segen wachse unser Sinn für Gerechtigkeit, für Frieden, für unser Gegenüber. Gott, sei bei uns als Vater und Mutter, sei bei uns als Bruder und Schwester, sei bei uns als Geist und Kraft. Dazu segne uns der dreifaltige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Herzlichen Dank Ihnen allen eine gute Nacht und eine gute Vorbereitungszeit jetzt auf das Osterfest. Allen gesegnete Tage und auf ein frohes und ein gesundes Wiedersehen.